Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Pro Cycling Manager 2018. Ja, endlich mal mit Live-Kommentar. Diesmal sollte alles klappen. Zweite Etappe der Tour Down Under in Australien. Heute eine etwas wellige und sofort sehen wir hier ein paar andere Namen bei den Favoriten, unter anderem Michał Kwiatkowski. Wir werden natürlich versuchen, wieder mal ein erfolgreiches Rennen hier abzuliefern. In dem Sinne würde ich sagen, bis gleich nach dem Ladescreen. So, und da sind wir also live im Renngeschehen, heute ohne Kommentator, dafür allerdings mit etwas mehr, ja, Grafik, wenn man so möchte. Heute haben wir die Grafikeinstellungen mal drin, sodass wir auch ein bisschen was sehen dürfen. Und es gibt die erste Attacke des Tages. Haritz Orbe ist es, wie auch schon bei Etappe 1. Auch heute der Spanier, der erste Attackeur des Tages. Und Alexis Guga geht gleich sofort hinterher. Wir haben hier ein paar Namen, die wir auch schon während der ersten Etappe gesehen haben. Zum Beispiel Sarah Motins und auch Dagil hat es ja während der ersten Etappe probiert. Mesgec ist mit dabei, Luka Mesgec, slowenischer Meister. Und ja, schauen wir mal, was das Ganze heute gibt. Heute scheinbar ja eine schwierigere Etappe. Wenn so jemand wie Kwiatkowski schon in den Favoriten auftaucht, dann scheint es keine klassische Sprintetappe zu sein. Und wir müssen jetzt mal gucken, was hier abgeht, denn das Tempo ist sehr hoch. Das Feld hat irgendwie kein Interesse daran, die Gruppe hier wegkommen zu lassen. Vielleicht liegt es aber halt auch an diesen beiden, an Guarini und an Dagil, dass das Feld die beiden einholen möchte, damit eben nicht zwei Gruppen vorne sind, sondern nur eine. Josef Benetzeda, der hat sich gleich mal verabschiedet. Sehr schön. So kennt man ihn. Also mit ihm werden wir Probleme haben, auch mit Alitani. Das wird auch lustig diese Saison, das merkt man jetzt schon. Till Schuster hat momentan auch ein paar Problemchen, aber der gehört halt auch einfach nicht zur Riege der Bergfahrer und es geht halt gerade etwas bergauf. Guga, der ist sehr daran interessiert, das Tempo hochzuhalten. Er ist nicht ungefährlich für uns. Der Franzose hat immerhin schon 4 Punkte in der Bergwertung zusammen. So, und jetzt dürften die beiden immerhin gleich eingeholt sein. Ja, Dagil ist eingeholt. Und Guarini schenkt man sich scheinbar. Das Tempo im Feld auf jeden Fall blitzartig gesunken. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Benetzeda nicht komplett totfahren. Eieiei. Also der Junge, der wird die Saison ganz schöne Probleme haben. Genauso auch wie Mansur Alitani. Eieiei. Und das ist es halt. Erst Liganiveau. Und schon haben diese Fahrer wie Alitani, wie Benetzeda eben... ja, ein Problem. Sagen wir es einmal so. So, Tempo kann jetzt hier vorne auch ein bisschen rausgenommen werden. Guga scheint nicht mehr ganz frisch zu sein. Und einer hat sich verabschiedet. Naja, so halb. Sarah Motins ist das. Aus der Bora-Mannschaft war ja auch schon gestern zumindest mal ja, kurz davor in die Ausreißergruppe vorzustoßen. Hat es aber dann im Endeffekt nicht ganz geschafft. So, hinten können die Jungs sich mal Getränke holen. Ups, jetzt habe ich hier einen falschen Button gedrückt. Josef Benetzeda und Alitani müssen jetzt halt versuchen, wieder irgendwie reinzukommen ins Feld. Die Etappe ist noch lang. Von daher würden sie gut dran tun. Sonst wird es eng werden mit der Karenzzeit. Und da ja der Rest der Etappe jetzt nicht so mega anstrengend ist nach dem 4-Kategorie-Berg bis auf den Schluss, sollte es ja eigentlich möglich sein. So, jetzt gab es scheinbar wieder einen Sturz. Ja, Tyler Finney ist betroffen und auch einige andere. Und schon ist Alitani nicht mehr alleine hinten. Mal gucken, ob das Benetzeda vielleicht auch hilft. Ne, der ist noch einen Ticken weiter entfernt. Und die hier scheinen aufzugeben. Heyman unter anderem auch Stijn van den Berg haben scheinbar eine etwas schlimmere Verletzung. Mal gucken, ob Alitani hier mit drin bleiben kann. Schön wäre es natürlich, aber nicht unbedingt... nicht unbedingt sicher. So, schauen wir mal. 5,6 Kilometer sind es noch. Wir wollen die Bergwertung natürlich gewinnen. Gibt es eigentlich auch im Ziel Bergpunkte? Sieht nicht so aus zumindest. Also das wäre ja schon mal gut. Dann wird es hier nur um diese Bergwertung gehen. Vandenberg, hier ist die Bestätigung. Stijn Vandenberg muss das Rennen aufgeben. Und wir gucken natürlich, was Alexis Guga macht, denn wie gesagt, der ist ein großer Gegner.
was die Bergwertung angeht. Aber bislang scheint er hier gar keine Anstalten zu machen, irgendwas in Richtung Bergwertung zu unternehmen. Zumindest bislang nicht. So, Orbe fährt jetzt vorne. Und da gibt es die Attacke. Luka Meskec ist es, der Slowene, der hier die Attacke setzt. Von Mitchelton Scott. Und Orbe ist sofort am Hinterrad. Aber das wird schwierig. Das ist hier kein einfach zu nehmendes Brett. Jetzt versucht er vorbeizufahren am Slowenen, aber schafft es nicht. Luka Meskec gewinnt diese Bergwertung, holt sich damit 10 Punkte. Haritz Orbe bleibt allerdings weiter vorne mit 16 Punkten und Gugar hat jetzt insgesamt 6, also jetzt auch nicht so mega viele. Guarini wird wohl gleich vom Feld eingeholt, wie es hier aussieht. Und unsere Fahrer sind sogar noch relativ gut platziert, mit Ausnahme natürlich von Ali Tani, der es leider nicht geschafft hat, mit dem Feld wieder reinzukommen. Schade. Bennett Seder ist dafür wieder einigermaßen gut drauf. Vielleicht kommt er wieder zurück nach diesem Berg der vierten Kategorie. Schauen wir mal. So, simulieren wir mal ein bisschen vor. Kann natürlich sein, dass wir dann morgen nur noch mit 5 Fahrern in die nächste Etappe gehen, wenn hier jetzt noch ein paar Leute aufgeben müssen, weil sie das Zeitfenster nicht schaffen. Das wäre natürlich hart. Aber dann wäre es halt so, ne? So, Tani soll mal auf Bennett Seder warten, dann könnt ihr beide mal zusammenfahren. Vielleicht ist das besser, als wenn jetzt hier jeder einzeln vor sich hin kämpft. Ich denke mal, es ist die bessere Lösung. So, gleich die Sprintwertung. Mal schauen, ob da... Ja, da wird auch Feuer gegeben. Wahnsinn. Weiß zwar nicht für was, aber sie tun's. Na komm, fahr wieder rein. Bin ich natürlich wieder rausgefallen, so kennt man das. Und jetzt sind wir wieder mit dabei. Mit Haritz Orbe. So, was geht hier hinten ab? Die beiden sehen es also zusammen. Perfekt. Man könnte ja mal jetzt ein bisschen schauen, dass sie wieder den Anschluss ans Hauptfeld findet. Das ist ja hier auch peinlich, was hier abgeht. Muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Alitani hat jetzt natürlich den Vorteil, dass er ein bisschen besser drauf ist. Und Josef Bennett Seder macht jetzt gerade mal das Tempo. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den Abstand wieder verringern können hier da hinten. So, ein Fahrer ist allerdings abgehängt. Wer ist das jetzt? Das ist Nikias Arndt. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Auf jeden Fall darf er ganz alleine im Feld hinterherheizen. Das ist jetzt auch eine super Aufgabe für ihn. Und ganz, ganz hinten sind Bennett Seder und Ali Tani, die jetzt zusammen versuchen, irgendwie wieder ins Feld reinzukommen. Oh je, das geht ja gut los hier. Ganz anders stellt sich die Situation bei Haritz Orbe da. Der ist wieder in der Ausreißergruppe, Bergtrikot scheint er sicher zu haben. Und ja, mal schauen, was heute noch so geht. 2,5 Minuten Vorsprung noch. Allerdings noch sehr, sehr weit bis ins Ziel. Der Abstand von Ali Tani und Bennett Seder steigt an auf die 9 Minuten zumindest mal. Fast sind es 10. Gutes Training für die beiden. Können schon mal Mannschaftszeitfahren trainieren hier. Oh Mann. Ja, das kann, wie gesagt, das kann tatsächlich schon das Ende bedeuten für beide bei dieser Rundfahrt. Ach, schauen wir mal. 9,5 Minuten haben sie Abstand auf das Feld. 70 Kilometer noch zu fahren für Orbe. Und jetzt ist der Abstand von Bennett Seder und Ali Tani auf 10 Minuten gewachsen. Bennett Seder kann hier das Hinterrad nicht halten von Mansur Ali Tani. Das ist natürlich hart. Na, zeigt sich doch, dass der Mann von den Vereinigten Arabischen Emiraten etwas besser drauf ist. Bringt jetzt halt auch nichts. Gut, dass ich auf Bennett Seder gewartet habe. Aber jetzt muss Ali Tani halt auch mal selbst fahren. Kann jetzt nicht nochmal warten auf den Österreicher. Ich habe schon wieder die Sprintwertung verpennt. Mann!
So, Orbe muss jetzt die Lücke wieder zufahren. Das kostet natürlich auch Kraft. Und da sind wir wieder. Na, nun nicht ganz scheinbar. Aber jetzt, oder? Ja. Jetzt sind wir wieder drin. Was ist mit Simon? Der wird wahrscheinlich heute der Kapitän sein. Aufgrund des Profils. Nehme ich das mal an. Ja, ihm geht es soweit eigentlich ganz gut. Schuster kann ja mal auf ihn aufpassen. Und hier hinten also einsam und verlassen. 14 Minuten hinter dem Feld. Der Mann aus den Emiraten, Mansur Alitani. Heieiei. Nochmal fast 2 Minuten dahinter. Josef Bennett Seder. Oje. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 40 Kilometer Marke. Oh, ist jetzt schon passiert. Wir haben 1 Minute Vorsprung mit der Ausreißergruppe. Mathieu Ladagnou macht das Tempo. Dahinter Haritz Orbe, der Führende in der Bergwertung. Dann Alexis Saramotins, Alexis Guga und Luca Mesgec. Und hier haben wir das Hauptfeld, wo jetzt Ian Stannard das Tempo übernommen hat für die Mannschaft Sky. Schuster, Alhamadi, Simon und Hutarovic sind noch mit dabei. Während Alitani ganz, ganz weit hinter dem Feld umhergurkt. Und auch bei Josef Bennett Seder sieht das Ganze gerade nicht sehr viel lockerer aus. Der ist noch weiter hinter dem Feld. Gucken wir mal, was hier abgeht. Orbe immer noch vorne. 33 Kilometer vor dem Ende. So, Achamadi scheint jetzt ein bisschen die Luft auszugehen hier. Dem Leibwächter von Hutarovic heute. Ja, frag mich nicht, warum der immer noch sowas hat. Keine Ahnung. Bennett Seder, ganz weit hinten. Alitani, nicht ganz so weit hinten, aber auch noch sehr weit hinten. Immer noch 1 Minute Vorsprung. Jetzt gibt's die erste Attacke. Mathieu Ladagnou versucht's. Wird aber gleich gekontert von Saramotins. Mesgec, der wohl stärkste in der Gruppe, macht hier am ehesten den Eindruck, als würde er schwächeln, aber er ist schon wieder dran. Hat die Lücke zugefahren auf die anderen. Und jetzt greift Guga an. Alexis Guga, der Franzose. Jetzt mit der Attacke. 26 Kilometer vor dem Ende. Versucht er es. Hält aber hier nicht allzu lang durch. Scheint jetzt hier sich selbst mal ganz locker in eine Krise attackiert zu haben. Jetzt hier hinten müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren. Orbe. Alter, jetzt geht dieses Ruckel wieder los. Das habe ich ja gar nicht vermisst. Hör auf damit. Wie geht's, Simon? Ja, er könnte für meinen Geschmack nochmal ein bisschen weiter vorne landen. Es ist mir aktuell zu weit hinten, wo er gerade rumdümpelt. 22 Kilometer noch. Ich sag Orbe schon mal, er soll seine Gels aufbrauchen. Und jetzt die nächste Attacke. Luca Mesgec greift an. Ihm folgt sofort Mathieu Ladagnou. Ich glaube, diesmal haben wir den Postabgang nicht erreicht. Aber ich glaube, da ist halt auch nichts mehr mit Postabgang, weil Orbe ist jetzt auch langsamer platt. Orbe ist jetzt halt auch langsamer richtig platt. Tarovic, der ist noch einigermaßen gut drauf. Jordi Simon, naja. Es geht so. Schuster ist zurückgefallen. So ganz kurz mal. Und da sind wir wieder. Hoffentlich jetzt mal mit etwas weniger Ruckler. Also das mit den Rucklern, das ist so eine Sache. Ja, wahrscheinlich mal ein neuer PC, ne? Oder vielleicht mal ein PC und nicht ein Laptop. Das wäre wahrscheinlich schon hilfreich dagegen. 19 Sekunden haben wir Vorsprung auf Guga. Der ist zurückgefallen und dann kommt schon das Feld. Also insgesamt 40 Sekunden Vorsprung für die Gruppe um Luca Mesgec, Orbe und Co. Aber das scheint hier aussichtslos zu sein. Denn das Feld macht ordentlich Tempo und damit ganz schön Boden gut. Hutarovic sehr weit vorne, Guga wurde eingeholt. Gefällt mir nicht schlecht, wie Hutarovic sich hier gerade präsentiert. Alter, Spiel. So, da sind wir. Haben einen kurzen Schnitt wieder.
Orbe immer noch vorne, aber wie lange noch? Das ist die Frage. Ich habe jetzt meinen Filter rausgenommen, vielleicht hilft das ja, dachte ich mir so. Bislang sieht es nicht schlecht aus. 10 Kilometer Marke. Ist gleich passiert, ist gleich erreicht und das Feld schluckt die Ausreißergruppe. Also, Harrits Orbe, für ihn heißt es jetzt nur noch ins Ziel kommen, das reicht. Utarovic, ja, sieht jetzt auch nicht mehr so ganz, ganz frisch aus. Jordi Simon ist jetzt unser einziges heißes Eisen im Feuer. Und der muss jetzt mal schauen. Ja, Colbrelli ist doch kein schlechtes Hinterrad. Dass er auf jeden Fall hier vorne irgendwie mit drin bleibt. Tarovic schafft es noch. Zumindest. Oh, was macht der denn, ey? Hör auf damit. Na, jetzt mal schauen, dass wir hier irgendwie noch mit drin bleiben. Wie gesagt. Jordi Simon. Und da fallen jetzt so langsam dann doch die Rollläden. Hutarovic ist platt. 5 Kilometer vor dem Ziel geht ihm die Luft also dann doch aus. Und Jordi Simon versucht jetzt sein eigenes Tempo hier hochzudrücken. Irgendwie dann doch noch vorne anzukommen. Währenddessen Marco Haller hier angreift. Der Österreicher, zumindest kurz, hat er es versucht. Muss dann aber gleich feststellen, dass es für so eine Aktion dann doch nicht reicht. Ja, Wasserflaschen holen jetzt auch nicht mehr. So, Simon am Hinterrad von André Greipel. Warum nicht? Benedzeda wird hier überrundet. Nicht, dass ihr euch jetzt denkt, oh, wo kommt der denn her? Und jetzt, also Kronewegen ganz weit vorne. Jetzt gibt es den Sprint der allerbesten. Und da ist Simon jetzt halt auch mal platt irgendwo. Wenig überraschend. Vorne holt sich Gaviria. Na, oder? Kommt Kittel nochmal vorbei? Puh, ganz knapp. Marcel Kittel holt sich den Sieg. Boah, was eine Millimeterentscheidung. Alter Schwede, da hat sich Kittel den Sieg nochmal geholt. Ganz, ganz knapp vor Gaviria. Ja, und Jordi Simon sollte noch in der ersten Gruppe ankommen, denke ich mal. Aber wir sind weit weg davon, eine Top-Platzierung einzufahren. Platz 46 am Ende. Für den Spanier, 80. wird Hutarovic. Ja, war aber heute wirklich nicht so schlecht drauf. Fand ich gar nicht so übel. So, Alitani. Ja, das hat sich damit, glaube ich, erledigt. Genauso wie bei Benedzeda, die weit über die Karenzzeit hinaus sind. Und damit wohl das Rennen nicht fortführen dürfen. Schade. Aber gut, was willst du machen? Verbindung wurde wieder getrennt, ich weiß. Und hier sehen wir es nochmal. Also, ihr dürft das ja gerne entscheiden, wenn ihr wollt. Also, ich kann das nicht entscheiden. Sag ich ganz ehrlich, vielleicht sieht man es hier nochmal. Warum auch immer der Fokus jetzt auf, ach, auf Kittel ist der Fokus. Boah. Leckt mich am Arsch. Also, ich sehe das nicht. Da würde ich gerne mal das Fotofinish sehen. Aber sei es drum, Marcel Kittel holt sich seinen ersten Saisonsieg vor Fernando Gaviria und Enrico Gasparotto. Dann Mark Cavendish, Daryl Impey, Magnus Cort Nielsen, André Greipel, Alexei Lutsenko, Michael Kwiatkowski und Julien Alaphilippe. Das ist die Top 10 am heutigen Tage. In der Gesamtwertung führt damit weiterhin Fernando Gaviria mit 2 Sekunden Vorsprung vor Marcel Kittel und 10 Sekunden Vorsprung vor Dylan Groenewegen. Vierter Michael Scheer, dann Gasparotto, Guga, Lalanyu, Burkhardt, Nielsen und Cavendish. In der Bergwertung führt also Harrits Orbe mit 16 Punkten vor Luca Mesgage, der hat 10. Und Michael Scheer zusammen mit Alexis Guga auf Rang 3, die haben beide 6 Punkte. Also ein weiterer Tag im Bergtrikot für Orbe. Kommen wir zur Punktewertung. Dort führt Fernando Gaviria mit 1 Punkt Vorsprung vor Marcel Kittel. Dritter sind Nielsen und Cavendish. In der Nachwuchswertung führt der Kolumbianer Gaviria vor Groenewegen und Guga. Und in der Teamwertung führt Movistar jetzt vor Trek und UAE. Wir sind aus den Top 10 rausgefallen. Aber ja,
alle in den Top 10 sind hier noch zeitgleich. Wir, denke ich mal, sind ein bisschen weiter zurück jetzt. So, und damit haben wir also beste Platzierung von Jordi Simon mit Platz 46. In der Gesamtwertung 16 Sekunden, schauen wir mal. Ja, ist Jordi Simon immer noch vorne mit dabei. 16 Sekunden Rückstand auf Gaviria, also alles gut. Bergwertung führen wir ja. Nachwuchswertung, haben wir da jemanden dabei? Ja, Till Schuster, der ist jetzt eigentlich schon weit weg. Und Sultan Al-Hamadi, für ihn gilt dasselbe. Und in der Teamwertung sind wir sogar letzter mit 5 Minuten 4 Rückstand. Als einzige Mannschaft, die nicht in derselben Zeit dabei ist. Oh, weia. So, und dann schauen wir natürlich noch außerhalb der Vorgabezeit. Ja, also Ali Thani, also Mansur Ali Thani und Josef Benetzeder sind beide außerhalb der Karenzzeit. Matthew Heyman, Stein Vandenberg, Jorge Arcas und auch Bram Tanking mussten das Rennen aufgeben. Damit haben wir also einige Fahrer schon aus dem Rennen und zwei von unserem Team leider auch schon verloren, weil sie einfach schlichtweg zu langsam waren bei diesem Rennen. Heute, bei der nächsten Etappe, gibt es ein hügeliges Finish. Da freuen wir uns drauf. Keine Arbeit für Orbe immerhin, denn es gibt keine Bergwertung. Da wird er sich auch freuen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Fritte.